Hallo und willkommen zurück bei Let's Play The Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Genau, mir ist es nicht eingefallen. Und zwar diesmal in einem Ringkrieg. Ja. Genau, wir haben wie vorangekündigt mal wieder einen Ringkrieg, das heißt der Lü und ich kämpfen gegeneinander. Wir haben eingestellt Ringkrieg 2, feste Hauptstädte, die sind uns schon vorgegeben. Und unser Ziel ist es dann halt, oder das Ziel des Gegners, die jeweilige Hauptstadt zu erobern. Regeln? Regeln sind kein Timer natürlich und typisch Rundenstrategie-mäßig. Alle Helden sind drin, alle Ringhelden sind drin. Der Typ hat extra vorher nochmal ein paar Helden erstellt gehabt, um quasi mit mir gleich zu ziehen. Dennoch wird auf zufällig gestellt, um zu sehen, welcher Held es wird. Auch welche Rasse es wird. Vollkommen zufällig. Auch wenn wir beide dieselbe haben, werden wir diesmal spielen, um quasi mal gegeneinander, sagen wir mal, direkte Konfrontation zu haben. Eine Änderung gibt's, denn ab jetzt bei jedem Ringkrieg bekommt der Gewinner als Bonus 5% Handicap. Ja, das heißt, ich stehe jetzt momentan, da ich den letzten Ringkrieg gewonnen habe, auf minus 5% Handicap. Dadurch habe ich es etwas schwerer, um Dü halt, sagen wir mal, die Möglichkeit zu haben, auszugleichen. Gewinnt er diesen, würde der nächste dann wieder bei 0-0 liegen. Gewinne ich den nochmal, dann würde ich bei 10% Handicap liegen und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich hoffe mal, so wird es auf jeden Fall ein bisschen spannender. Dem Dü, ja, wird es auch spannender werden, weil er jetzt, sagen wir mal, die Chancen doch deutlich erhöht hat schon. Und mal schauen, wie es wird. Nicht wahr? Genau. Und außerdem, genau, wenn ich diesen Ringkrieg verliere, kann ich sagen, es liegt am Handicap. Ja, so, genau. Okay. So, wir spielen. Lange Rede, kurzer Sinn. Bling, bling, bling. Ich bin gespannt. Ich mute mich, weil ich muss ja nicht alles verraten. So. Gut. Gemutet genau. Bin ich. Lü ist auch schon auf seinem Kanal verschwunden. Und das Spiel wird gestartet. Ich bin sehr gespannt, welche Rasse ich erwische. Ich hoffe, ich habe Glück. Und ich habe Elben. Das ist gar nicht mal so unschlecht. Was hat Lü erwischt? Menschen. Okay, dann wird es ein Krieg des Lichtes sozusagen. Aber da müssen wir dann erstmal mit leben. So. Hier mache ich natürlich erstmal eine Festung hin, weil eine Festung ist nicht ungünstig. Gerade wenn du gegen Helden und sowas spielst. So, was habe ich denn hier eigentlich an Helden? Ich habe Aragorn. So. Also ich sag mal so, er hat mit Menschen fast die bessere Wahl getroffen. Aber das muss ja nicht so bleiben. So, du gehst dahin. Und hier hinten konnte ich doch auch runter, ne? Ja, genau. Dann hierher. Okay. Damit sollte das klappen. Menschen gegen Elben. Müsste jetzt alles haben. Ich gehe mal auf Phase beenden. Ach, die ist noch nicht so weit. Ja, wie immer halt, ne? Kann ich rüberzoomen noch? Ne, ich kann nicht zoomen. Mist. Ja, ich kann nur rein und rauszoomen, aber ich kann die Karte nicht verstellen. Schade. Naja, mal schauen, was noch so kommt und wie es wird. Ich werde auf jeden Fall mit dem da hier direkt hier runtergehen. Hierhin. Isengard hätte ich nämlich gerne. Und Helms Klamm. Das heißt, ich werde mit dem hier direkt durchziehen. Der hier geht hier Barad-dûr und Dingens ab. Damit hätte ich schon zwei. Und hier oben die hier fünf. Also ich habe, glaube ich, die bessere Strecke gefunden. Wenn ich es richtig anstelle, kann ich mir ein paar... Obwohl, nee, er ist auch nicht schlecht hier, wenn er hier... auf die Einheiten geht. Na, es könnte relativ schnell zu einem Kampf kommen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und kommt halt drauf an. Ich weiß jetzt gerade nicht, was er... brauchst du Hilfe beim Ziehen? Weil mit einem... Ja, alles gut. Ja, gut. Alles gut. Okay. Weil eigentlich kann er ja nur vier Sachen auf einmal machen jetzt. So, also ich werde versuchen wahrscheinlich mir... Das ist alles, gehört alles zur Taktik. Kleinen Moment. Ich muss ja okay. Auch erstmal hier reinkommen wieder, ne? Also. Ich bin schon längst drin gewesen, also ehrlich. Nee, wie gesagt, ist ja natürlich auch legitim. Und dass ich ihn jetzt störe, das ist ja auch legitim. Denn das ist alles Taktik und so weiter und so fort. Das gehört nämlich auch dazu. So, ich will auf jeden Fall diese beiden hier unten haben. Er wird wahrscheinlich eins, zwei hier hinsetzen und einen hier oben rum. So würde ich es machen. Auf jeden Fall, ich werde mir den Erebor holen. Und die Festung hier dann gleich als nächstes. Dann gehe ich hier rüber und dann hole ich den hier. So, damit habe ich den Erebor und hier die stärkste Festung. Hier unten die zweite Minas Morgul sollte auch kein Problem sein. Die kriege ich mir auch gebacken. So. Flup, flup. Okay. 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 So. Runde 2. Ja, mal schauen, ob es in dieser Runde schon Schlachten gibt oder nicht. Das werden wir sehen, sobald es soweit ist. Ich nehme mal den hier. Den Erebor kann ich mir auch noch später holen. Hier oben mache ich mal eine Kornkammer hin. Und hier davor, als vorgeschobener Posten, direkt einen Armeestützpunkt. Hier machen wir auch eine Kornkammer erstmal. So, wie kann ich eigentlich die Karte... Also, so geht das. So geht das, okay.
Erstmal wieder einspielen. Erstmal wieder reinkommen. Hier unten konnte man immer so schlecht gucken. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir gebacken. So, okay. Du gehst hier hoch. Weil, wie gesagt, diese beiden hier will ich direkt haben. Und du gehst direkt hier rein. Dann hätten wir alle vergeben. Habe ich überall alles gesetzt? Ja. Noch kann ich keine Einheiten bauen. Ah, huh, das geht. Ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Okay. Kann sogar... Oh. Da kann ich aber richtig reingucken. Ist ja cool. Na gut, dann sehe ich ein bisschen mehr. So, nichtsdestotrotz muss ich mal in die Richtung zoomen. So, ich will mal gucken, wie er hier halt zieht. Er hat jetzt noch hier, er wird hier rein und kann sich direkt Isengard krallen. Das ist nicht so schön. Das heißt, er hat hier die Festung, denke ich, einen Vorteil. Könnte sich wahrscheinlich alle beide holen, das ist nicht so schön. Dafür habe ich aber dann 1, 2, 3, 4 und er hat 1, 2, 3 dann. Okay, es geht schon noch. Es ist okay, es ist genehmigt, aber es ist nicht, sagen wir mal, meine Lieblingsgeschichte. Also, okay. So, einmal wieder gerade stellen und dann Phase beenden. Ja. So, also immerhin eine Festung haben wir. So, sehr gut. Das dahin. Das dahin. Hier bauen wir eine Kaserne oder. Ich brauche hier mal ein Malon-Ding. Durch die Festung ist das Teil ja schon gut verteidigt. Hier rüber zoomen. Zoomen. Ich muss hier echt mal. Achso, ich kann ja auch an die beiden Seiten. Okay, das geht ja auch. So, hier machen wir eine Schmiede. Ja. Und hier eine Lothlorien-Bogenschützen. So, 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 so. So. Was ich in der ersten Linie brauche, werden wahrscheinlich sind die hier und die hier. Werden wir jetzt so mal machen. Hier machen wir die zweite Verstärkungskammer hin, würde ich sagen. So. Hier oben dafür das. Hier drüben können wir den hier setzen. Und dann kann ich gleich mal gucken, wen habe ich denn erwischt? Burita habe ich als Held. Juhu, Burita. Oder auch nicht, juhu, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Also den hier nehme ich so. Er wird sich jetzt Helms Klamm holen. Dann werden wir wahrscheinlich gemeinsam auf dieses Feld ziehen. Und ich hoffe, ich kann ihn da besiegen. Das werden wir dann gleich sehen. Da wird es auf jeden Fall die erste Schlacht geben. Ohne, dass hier noch einer großartig schon dabei ist. Das ist okay. So. Ansonsten würde ich sagen, hier unten muss ich noch ein bisschen was... Oh Mann, ich bin mit der Steuerung noch nicht, die hakelt mich ja noch ein bisschen. Aber das kriegen wir hin. So, hier unten machen wir auch noch eine Kornkammer hin, damit wir möglichst genug Helden und Elben hinkriegen. Hier hinten, dahinter setze ich mal noch eine Einheitenproduktion. Genau, so machen wir das. Blub, du kommst hier rüber, nimmst dir erstmal die Festung. Die Festung da drüben haben wir. Wir haben zwei Stück. Du wird gleich einer. Ne, wir haben gleich drei Stück. Du wird gleich einer haben. Das heißt, schon von den Fähigkeitspunkten werden wir ein bisschen vorteilig sein. Ja, ich denke, es sieht gut aus. Habe ich noch irgendwas zu ziehen? Nein, nein, nein. Das hier passt alles. Das macht alles. Okay, dann Phase beenden. So weit war es eigentlich abzusehen. Okay. So, dann mal schauen, was er macht. Ob er jetzt auf mein Gebiet versucht zu gehen oder eben nicht. Ich werde mir hier mal eine Festung hinsetzen. Ist sicherer. Aber wie gesagt, wenn ich hinten meine Einheitenproduktion habe, reicht mir das. Dann habe ich lieber vorne ein paar Festungen und sowas. Das ist okay. So, hier ist eine Festung. Da brauchen wir nichts. Hier nochmal Einheitenproduktion. Direkt hier auf Osgiliath gesogen. Gesogen vor allem. Hier oben machen wir auch so. Und hier nochmal so. Und hier machen wir so. Ziehen die hier gleich mal vor. Kann der hier nach da weitergehen. Ich bin unentschlossen. Ich weiß nicht, was das hier werden wird. Wir werden es gleich sehen, ob der da gleich einen Kampf haben oder nicht. Mal schauen. Wie gesagt, du hat ja auch den Vorteil. Wir können ja mal gucken. 25% Kampfstärke. Wie gesagt, das Handicap macht im Ringkrieg jetzt, sagen wir mal, noch nicht so viel aus. Im Gefecht wohl eher, aber im Ringkrieg noch nicht so viel. Das wird aber auf jeden Fall noch werden. Insofern müsste man mal gucken. So, wir könnten Arwen noch als Helden und oder Legolas oder Glorfindel. Ich lasse die erstmal alle drinne, bevor ich mir da einen Helden hole. Kann ja immer noch sein. So, du ist noch nicht ganz fertig. Ist okay. Der wird jetzt überlegen, ja, wo gehe ich jetzt hier hin? Aber wie gesagt, das strategisch Richtige wäre, sich diese hier zu holen. Alles andere wäre strategisch unklug eben.
Andererseits kann er ja durchaus strategisch unklug handeln. Alle Gebiete, wo ich schon was habe, sind, denke ich, erstmal so halbwegs safe, außer eben dem hier. Aber wenn er dann versucht, hier rüber weiterzuziehen, ja, das wäre doof. Nein, er geht tatsächlich da auf eine Konfrontation. Oben noch nicht. Oben wird kritisch werden. So, hier, Konfrontation. Natürlich alle beide dasselbe und natürlich Echtzeit. So, schauen wir mal. Die erste Schlacht. Möge die erste Schlacht beginnen. Oh, guck mal, du hast die Menschen. Oh, ja, die Elben. Seit wann hast du die Elben? Wusste ja gar nicht, dass das so ist. Naja, na gut, okay, ich mute mich. Ja, genau. So, gucken wir mal. Du lädst etwas schneller, aber das liegt halt daran, dass ich der Horst bin. Ich muss ein bisschen mehr laden. Aber das kriegen wir hin. So, okay. Werkzeuge bereit. Das erste, was wir horsten, ist das hier. Bau dieses Land auf. So. Wo sollen wir bauen? Und hier horsten wir hier. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Der Horst vom Forst. Aha. Unser Volk ist in Gefahr. Aha. Ihr geht in die 1. Lanzenträger. Ihr geht in die 2. Ja. Und könnt ihr ja schon mal kurze Störangriffe machen. So. So, das nehmen wir mit. Den Pfeilhagel. Das hier. Okay. Muss wohl erstmal reichen. Obwohl, 10 haben wir noch. Die könnte ich noch in Tommy Bombardier stecken. Wir müssen das Land verteidigen. Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. So, also das hätten wir. Ich weiß jetzt nicht, wo dieser Wagbau ist. Der wird wohl da oben irgendwo sein. Ein vortrefflicher Bauplatz. Aha, ich habe den noch nicht gesehen. So. Ah, da hinten. Wir müssen das Land verteidigen. So, dann gehen wir darin da direkt den Wagbau erledigen, hoffe ich mal. So. So, der Wag auch. Ja, das Teil weg. Und ja, auch schön so damit alle Fähigkeiten bekommen. Das ist toll. So, der hat. Ich brauche natürlich relativ schnell ein paar Einheiten. Wo setze ich die hin? Oder mich. So, hier. Machen wir so. Viel zu viel Wald hier. Ey. Wir dürfen nicht wanken. Ich mag die Elben. Ich mag die Elben zwar, aber die haben hier viel zu viel Wald. So. Viel zu viel Wald halt. So, wir gucken mal hier unten. Es scheint nichts zu sein. Wir rücken mal mit denen hier weiter vor. Und ihr geht mal dahin. In der Hoffnung, dass da nichts ist. Oder nicht so viel. Noch ein paar Wagbaue. Ah, Ortlager, das kriegt ihr hin, ne? Ihr seid doch... Stark. Wir haben eine Kaserne errichtet. Ja, genau. Wir müssen Elrons Haus beschützen. So, aha. Rück vor! So, eine Kaserne haben wir. Wo sollen wir bauen? Du baust mal hier weiter und zwar in die Richtung hier unten. So. Baumaterial ist unterwegs. Das Ortlager sollte ja kein Problem sein. Ja. Vernichtet sie! Ja, genau, weg damit. Sie ist fertig. Na, sieht doch gut aus. Wäre bereit! Die Festung steht. Damit kann ich den hier auch schon wieder zum Einheiten bzw. zum Rohstoff produzieren selbst schicken. Und der nächste, der wird, beziehungsweise wir können ja auch erstmal hier. Ja. Wir haben ein neues Gebäude. Bogenschützen, ja genau. So, das Gebäude. Unser Volk ist in Gefahr. War das nicht schon jemand erwartet? Nee. Wir müssen das Land verteidigen. So, okay. Baumaterial. Du baust mal ganz fleißig und flink. Eine Elbenkaserne haben wir. Die Schmiede. Die brauchen wir. Und zwar stellen wir die anständig hier daneben. Na, so, so. Wir müssen handeln. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Was haben wir hier drin? Bauern. Sammelt euch, Lanzenträger. Ich geh mal mit den Lanzenträgern hier ein bisschen durch und guck mal, was man noch findet. Aha. Ich bin bereit. So. Noch sehe ich übrigens nirgendwo. Aber das wird sich bald ändern, denke ich. Es gibt viel zu tun. Ich kenne ihn doch. Haben wir hier unten? Sammelt euch, Elben! Mögen unsere Waffen siegen! Aha, so. Reiter! Vorwärts! Lalalala. Die Schlacht hat begonnen! Wo ist denn eigentlich das zweite? Haben die nicht hier? Wir müssen Elrond schützen. So, okay. So. Dann sollten wir... Unsere Stadt wird größer. Ja, ich bringe das Baumaterial. Das Gebäude bauen. Ist fertig. So, also wenn ich du wäre, würde ich wahrscheinlich sehr stark auf auf die 1 auf Dings gehen. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall viele Hüter bauen, viele Mittelhüter, weil er vielleicht auf Kavallerie gehen wird.
Aber, ja, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Diese hier ist vorbei. Leute, wir sehen uns in der nächsten Schlacht um Mittelerde 2 Ringkriegsfolge. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.